Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Neues aus der Linux-Welt. Diesmal zur vergangenen Woche, KW33. Und ich würde sagen, dann beginnen wir gleich. Kommen wir gleich zur ersten Distro. Ubuntu 22.04.1 wurde veröffentlicht. Die LTS-Version von Ubuntu hat das erste Update bekommen. In diesem Update sind vor allem Sicherheitsupdates eingeflossen und auch Fehlerbereinigungen. Jetzt steht hier zwar WLAND als Standard, soviel ich weiß, war das aber vorher schon als Standard gesetzt. Und unter anderem Gamer können sich über einen aktualisierten Nvidia-Treiber und ein neues Steam Snap freuen. Wer sich über Snap-Pakete freut, kann sich auch darüber freuen. Des Weiteren sind nun auch KDN Live, Discord und OBS Studio als Snap-Pakete verfügbar. Und auch bei Besitzern von Nvidia-Grafikkarten startet nun automatisch eine WLAN-Sitzung. Okay, also das WLAN als Standard war vorher scheinbar nur für integrierte Intel-Grafikeinheiten oder AMD-Grafikkarten. Und jetzt wird das Ganze auch standardmäßig mit Nvidia-Grafikkarten unterstützt. Wer Ubuntu 22.04 installiert hat, bekommt die aktualisierte Version automatisch über System. Okay, so viel zu Ubuntu. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten. Ebenfalls eine auf Ubuntu basierende Distro, Ubuntu Voyager. Ich weiß nicht, wer hat Voyager schon mal ausprobiert. Ubuntu Voyager ist jetzt ebenfalls in der 22.04.1.1 Version erschienen. Besonderheit von Voyager, eine 2-in-1 Version, GNOME 42 und XFCE 4.16 vereint in einer einzigen Distribution. Wie das Ganze funktioniert, muss sich passen. Wer Voyager einsetzt, bitte mal kurz unten in die Kommentare. Vor allem, wie sich das Ganze dann ja gestaltet. Gibt es hier dann Tuner als Dateimanager oder XFCE als Oberfläche? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gehen wir mal auf den Download-Button. Dann gehen wir mal auf die Softwareliste. GNOME 42, Nautilus, Tuna. Also ich vermute fast, man kann sich hier auswählen, was man dann für eine Desktop-Oberfläche installieren möchte. Entweder GNOME oder XFCE. Vorinstalliert mit Kongi, Grub Customizer, GDebi, Box Voyager. Box Voyager ist so eine Art Tool mit verschiedenen Skripten. Flatpak, Snap, Bleachbit und so weiter und so weiter. Multimedia ist der Totem Player vorinstalliert und Codex, Minitube, Radio XFCE, vermutlich dann hier wieder in der XFCE Variante. Parole ebenfalls und Totem dann bei GNOME. Okay, hier steht es dann nochmal, eine 2-in-1 Version von GNOME und XFCE. So wie das aussieht, werden wirklich beide Varianten installiert und für ältere Schul-PCs soll man einen Neustart durchführen und XFCE oder GNOME als Desktop dann auswählen beim Anmeldebildschirm. Okay, gut, weiter zur nächsten. Salix, eine auf Slackware basierende Distro. Slackware habe ich auch so gut wie noch nie ausprobiert, einmal kurz angesehen. Und zwar Slackware kommt mit dem Kernel 5.15, ebenfalls mit dem LTS-Kernel oder Stable-Kernel und der XFCE-Desktop in 4.16. Gehen wir mal kurz auf Slackware, schauen wir uns ein paar Screenshots an. Anmeldebildschirm, ja, ist ein XFCE-Desktop. Gut, auch von Slackware mal wieder eine neue Version. Weiter zur nächsten. Nächste ist dann OpenMamba. Auch OpenMamba hat im August eine neue Version veröffentlicht, und zwar die 2022.08.12, ebenfalls mit dem Kernel 5.15, diesmal .57. OpenMamba gibt es mit KDE Plasma oder LXQT als Desktop. Gehen wir hier mal auf die Webseite, lassen uns das Ganze kurz auf Deutsch übersetzen. Über OpenMamba, wie schon erwähnt, einmal KDE Plasma, einmal LXQT und unter Herunterladen können wir uns auswählen, entweder einmal als Rolling-Variante,
diese nur englischsprachig ist, also zumindest die Live-CD ist nur englischsprachig, die Live-DVD ist dann mehrsprachig und die Stable-Variante auch wieder die Live-DVD als Multilanguage, also mehrsprachig. Wer hat Open Mamba schon installiert? Wer hat Open Mamba als Daily Driver im Einsatz? Bitte ebenfalls in die Kommentare. Nächste Distro, Xtix. Xtix kommt aus Schweden. Ja, ist meiner Meinung nach ja gewöhnungsbedürftig. Xtix habe ich nicht sehr oft ausprobiert. Veröffentlicht immer wieder neue Varianten, neue Versionen. Dieses Mal Xtix 22.8. Also Ubuntu 22.04.01, die LTS-Variante mit LXQT Desktop und dem Kernel 5.19. Einmal mit LXQT. Im Juni oder Juli wurde dann schon auch Xtix mit Deepin Desktop veröffentlicht, also auf Debian basierend. Ja, das gleiche, was ich vorher bei Open Mamba sagte, zählt für mich auch bei Xtix. Mal kurz angesehen, recht viel mehr habe ich damit noch nicht gemacht. Gut, weiter zum nächsten und zur ersten Vorschau. Fedora 37 bringt Vorschau auf neuen Installer. Die Entwickler arbeiten seit Monaten an einem neuen webbasierten Installer, der einmal den GTK-basierenden Anaconda-Installer ablösen soll. Der Anaconda-Installer von Fedora, ja, ist zwar sehr einfach aufgebaut, die Installation an sich sehr vereinfacht. Gut, jetzt kommt das Ganze als webbasierend. Bin gespannt, wie das aussieht. Das bedeutet dann aber auch bei einem webbasierten Installer, man benötigt immer eine Internetverbindung, vermute ich mal. Ähnlich wie bei OpenSUSE. OpenSUSE entwickelt ja zurzeit auch den OpenSUSE D-Installer. Da gab es schon mal eine Alpha-Version. Die Ansätze daran fand ich sehr gut. Lassen wir uns überraschen. Weiter zum nächsten Thema. Ich hatte schon mal bei einer News-Ausgabe erwähnt, dass Cutfish OS eingestellt wird. Jetzt kommt wieder eine Nachricht, Cutfish OS lebt. Vielleicht. Die Distro Cutfish OS wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern soll hier der Desktop von Cutfish auf Arch Linux vorangebracht werden. Also ich vermute fast, dass es dann einfach ja eine Arch-basierende Distro mit Cutfish Desktop gibt. Cutfish unter Manjaro ist ja auch jetzt schon möglich. Unter Arch gehe ich davon aus, dann ja auch. Interessant dabei, wer sich für den Desktop interessiert. Gründungsmitglieder sind zahlreiche chinesische Unternehmen wie Alibaba, Baidu, Huawei, ja und so weiter und so weiter. Also könnte das durchaus mal wieder eine chinesische Distro werden. Auch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Weiter zum nächsten Punkt. Unter linuxnews.de wurde von Linux News eine Umfrage gestartet. Wie steht ihr zu der Vielzahl an Linux-Distributionen? Das ist meiner Meinung nach eine Frage, die von Haus auf spalten wird. Jetzt kommen hier erstmal die Fakten. Zunächst, was ist eine Linux-Distro? Die Hauptbestandteile der Linux-Kernel, GNU-Tools und so weiter und so weiter, Desktop-Umgebungen. Warum stellt heute jemand eine neue Distro zusammen? Das führt zur Frage, warum jemand überhaupt in seiner Freizeit etwas für freie Software tut. Die Frage stellt sich mir nicht. Ich hoffe doch, dass es viele gibt, auch zukünftig, die freie Zeit opfern, um Software zu entwickeln, die einfach Spaß daran haben, so etwas zu machen. Dann auch wieder die Fragestellungen gehen schon immer in die gleiche Richtung. Finde ich auch Ubuntu nicht bunt genug. Ja, und dann zum Schluss von dem Artikel dann kommt die Frage Fluch oder Segen. Die Frage ist, ob hier generell Entwicklungsressourcen verschwendet werden. Ich weiß nicht genau, was man mit den Fragestellungen bezwecken möchte, denn es steht auch noch so schön dann dabei und ob andererseits diese Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen würden, wenn es nur 5 Distributionen gäbe.
Warum soll es nur 5 geben? Je größer die Vielfalt, warum denn nicht? Und solange das Ganze einen interessiert, also das ist jetzt nur meine Meinung, kann doch jeder machen, was er will. Es muss ja keiner von mir aus Ubuntu nutzen, es muss keiner ein Arch nutzen, es muss keiner ein OpenSUSE nutzen, wer das nicht will. Wie ist hierzu eure Meinung? Das würde mich mal stark interessieren. Die Frage an sich für mich, stellt sie sich eigentlich nicht? Es gibt wie immer Für und Wider. Das größte Für ist ja eigentlich, je mehr das es gibt, je mehr verschiedene Ansätze es gibt, desto größer ist doch die Chance auf neue Entwicklungen, auf Fortschritt. Wohlgemerkt, das war meine Meinung. So, das war's für diese Woche. Wieder kurz und bündig. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.